Es sind Klänge, die im südamerikanischen Uruguay allgegenwärtig sind. Der Candombe, ein schon legendärer Trommel- und Tanzstil der Afro-Uruguayer, zieht die ganze Nation in seinen Bann. Manuel Silva ist in eine traditionelle Candombe-Familie hineingeboren. Er und die Tänzerin Andreina Cabrera sind die Köpfe der Candombe-Gruppe ihres Stadtviertels. Ein Auftritt beim wichtigsten Straßenumzug des Jahres steht unmittelbar bevor. Denn es ist Januar in Montevideo. Auftakt für den Karneval in der Hauptstadt des südamerikanischen Landes. Jetzt haben auch die uruguayischen Murgas ihren Auftritt. Kunterbunte Sing- und Tanztheater, die politische Botschaften mit Humor verpackt, verbreiten. 45 Tage lang feiern die Menschen am Rio de la Plata ihre närrische Zeit. Der wohl längste Karneval der Welt. Und eine Zeit voller Musik und Tanz in jeder Nacht, an jeder Ecke. Das Barrio Sur, ein historisches Stadtviertel im Herzen Montevideos. Der Candombe, zum UNESCO-Weltkulturerbe erklärter Tanz- und Trommelstil der Afro-Uruguayer, hat hier seine Wiege. Auch Manuel Silva und sein Vater Juan Angel Silva wohnen hier. Seit Generationen ist ihre Familie eng mit dem Candombe verbunden. Sie verstehen sich als Erben und Behüter der Familientradition. Das Wissen um die verschiedenen Rhythmen wird von Generation zu Generation weitergereicht, je nach Stadtviertel und Familie in anderen stilistischen Nuancen. Les gusta el tambor, pero nunca tocaron percusión. Entonces le enseñamos los golpes, qué tambor prefiere tocar, piano, el chico o el repique. Este es el piano. Mit der Hand wird der Klang des Schlagstocks gedämpft. Este es el tambor chico. Es el péndulo, el que lleva la velocidad. Piano und Chico bilden die Grundlage des Rhythmus. Die dritte Trommel, die sogenannte Repique, improvisiert mit verschiedenen Schlagmustern darüber. Je nach Stadtviertel und Familie weist der Candombe unterschiedliche stilistische Ausprägungen auf. Hier im Barrio Sur spielt man den sogenannten Toque de Cuarim, ein Familienerbe. Damit ihr traditioneller Stil nicht verloren geht, haben Manuel und sein Vater die Comparsa Lonjas de Cuarim gegründet. Eine Candombe-Gruppe, die das Erbe bewahren soll. Es un legado de familias también que tocaron acá y le dieron la identidad al toque del barrio, ¿no? Al toque de Cuarén. En el piano hago golpes que hacía él, o golpes que hacían mis tíos y así mucha gente de acá del barrio toca lo que aprendió de sus familiares. El objetivo es reconstruir ese legado histórico de gente que seguimos recordando. Se sigue el legado. El legado. Exactamente. Yo toco como tocaba gente de acá del barrio. O sea, mi toque está todo copiado de ellos. Die Trommler der Comparsa Lonjas de Cuarim sind heute zu einer Probe verabredet. Die meisten Mitglieder können auch während der letzten Tage vor dem großen Auftritt erst spät zu den Proben kommen, nach ihrer eigentlichen Arbeit. Manuel ist der sogenannte Jefe de Cuerda, also der Dirigent und musikalische Leiter der Trommler. Er weist allen Trommlern ihren Platz zu, je nachdem, welche Trommel sie spielen und wie viel Erfahrung sie haben.
Auch die Tänzerin Andreina Cabrera ist heute bei der Probe mit dabei. Sie übernimmt dieses Jahr die Rolle der sogenannten Vedette, der zentralen Tänzerin, die direkt vor den Trommlern tanzt. Noch sind es 2 Wochen bis zu den Llamadas, dem wichtigsten Straßenumzug der Candombe-Gruppen Montevideos. Bis dahin muss alles perfekt sitzen. Für den nächsten Nachmittag hat Tänzerin Andreina eine Tanzprobe angesetzt. Sie hat dieses Jahr die Aufgabe übernommen, die verschiedenen Tanzgruppen der Comparsa Lonjas de Cuairim zu trainieren. Wie für Manuel ist es auch für Andreina eine Herzensangelegenheit, die Candombe-Gruppe des Stadtviertels anzuleiten. Die Tanzgruppen der Lonjas de Cuairim haben in der Nachbarschaft großen Zulauf. Jeder will mitwirken, damit die Comparsa des Stadtviertels bei den Umzügen in wenigen Tagen im besten Licht erscheint. Mirando al frente, disfrutándolo, eso, teniendo seguridad, es lo que hace el brazo, más que nada es acompañar el movimiento, pero siempre la tierra está en nuestros pies. Nuestra cadera siempre va a candombear y siempre se va a estar en movimiento. Hay pequeños movimientos que todavía queda como mejorarlos, perfeccionarlos, entonces estamos en ese ahora. Ahora estamos como ajustando los movimientos que ya tenemos trabajados. Entonces la idea es que, bueno, que tratar que esos movimientos, potenciarlos para que ya hagan, no lo mejor, pero sí, que transmitan el mensaje que queremos lograr en esos movimientos. Neben dem Candombe feiert mit der Karnevalszeit in Montevideo auch eine weitere typisch uruguayische Karnevalsdisziplin ihren Höhepunkt. Die Murgas, mehrstimmige Chöre mit politischen Botschaften. Maxi Perez ist künstlerischer Leiter und Textschreiber einer der beliebtesten Murga-Gruppen des Landes, der Asaltantes Compatente. Heute ist eine wichtige Probe, denn in wenigen Tagen haben die Asaltantes Compatente ihren großen Auftritt. Dann singen sie vor mehreren tausend Zuschauern im Teatro de Verano, dem größten Freilufttheater der Stadt. Die meisten Mitglieder arbeiten tagsüber in ihren Brotberufen, kommen abends zu den Proben, um dann bis spät in die Nacht singend von Kleinbühne zu Kleinbühne zu ziehen. Bis zu 3 Auftritte absolvieren sie während der Karnevalszeit pro Abend. Am nächsten Morgen, noch 3 Tage bis zum Auftritt der Murga im Teatro de Verano. Maxi Perez, der Songwriter, wohnt mit seiner Frau und 4 Kindern in einem Neubauviertel nördlich des Stadtzentrums. Heute möchte er mit einem Mitstreiter der Murga per Videocall ein letztes Mal an den Texten feilen. Arrancamos con una canción presentando a estos parlamentarios. Entonces nosotros cantamos, tenemos fama de no ir a laburar, de hacer la plancha. Esto supongo que le debe pasar a todos los parlamentos de todo el mundo. Como que tienen la fama de que trabajan re poco, que tienen todas las comodidades, que ganan mucho dinero. Es una delgada línea el criticar al funcionamiento del parlamento sin que se entienda, por favor, que venga ya una dictadura. Pero tenemos que tener algunos cuidados en relación a no quedar como unos antidemocráticos. Es decir, nosotros somos pro-democracia. Hay que cuidarla de cualquier manera, la democracia hay que cuidarla. Este país sufrió muchísimo en dictadura. Y al miedo hay que responderle con acción. No nos podemos paralizar. Entonces, humildemente, la murga es algo que sale a la calle y por este lugar, desde lo humorístico, de que creemos le llegamos mucho más fácil, no tanto con el dedo,
ni rezongando a nadie. Por lo menos, digamos, es nuestro aporte para decir, tengamos cuidado con la democracia. No podemos repetir la historia. No me gustaría para mis hijos eso. Uruguay führte bereits zu Beginn des 20. Jahrhunderts die Demokratie und erste Ansätze für einen Sozialstaat ein. Dies, gemeinsam mit einer boomenden Wirtschaft und dem wichtigen Bankensektor, brachte dem Land den Ruf der Schweiz Lateinamerikas ein. Wie in vielen Ländern hier gab es in den 1970er Jahren eine Zwischenphase mit einer brutalen Militärdiktatur. Doch seit der Rückkehr zu freien Wahlen gilt Uruguay im Vergleich zu seinen Nachbarn als Vorzeigedemokratie. Auch wirtschaftlich herrscht weitgehend Stabilität. Das Land, das wie Brasilien und Argentinien an der Atlantikküste liegt, ist etwa halb so groß wie Deutschland und mit knapp 3,5 Millionen Einwohnern nur dünn besiedelt. Wichtigster Wirtschaftssektor ist bis heute die Landwirtschaft. Vor allem der Export von Rindfleisch, Wolle, Holz und anderen landwirtschaftlichen Erzeugnissen trägt maßgeblich zum Wohlstand Uruguays bei. Zurück im Barrio Sur, der Geburtsstätte des Candombe. Während der mehrere Wochen dauernden Karnevalszeit sind die Straßen Montevideos beinahe jeden Tag Schauplatz eines freundschaftlichen Wettstreits zwischen den Trommlergruppen verschiedener Stadtviertel. Am Wochenende auch tagsüber. Die Comparsas ziehen durch die Straßen, üben ihre Rhythmen und Tänze und präsentieren sich dem Publikum. Sie alle fiebern auf ein Ziel hin. Die sogenannten Llamadas stehen kurz bevor. Die zweitägigen Umzüge, bei denen knapp 50 Comparsas auftreten, sind das wichtigste Ereignis des Jahres. Jede Comparsa besteht aus verschiedenen Gruppen. Fahnen- und Standartenträger, Tänzer und Trommler für die Anhänger des Candombe. Der sogenannte Jefe de Cuerda ist eine Art Dirigent für die bis zu 70 Trommler und versucht den Rhythmus bis zu den Llamadas zu perfektionieren. Auch die Comparsa von Manuel und Andreina, die Lonjas de Cuerim, sind heute mit dabei. Bis zum jährlichen Höhepunkt im Kalender des Candombe, den Llamadas, bleibt noch eine Woche Zeit für Vorbereitungen. Auch beim Candombe gilt, früh übt sich. Die öffentlichen Proben der Comparsas ziehen ein großes Publikum an. Sie sind heute ein beliebter Teil des Karnevals und bringen sowohl Uruguayer als auch Touristen aus den südamerikanischen Nachbarländern ins Quartier. Lange war die Kultur des Candombe als kulturelles Vermächtnis der versklavten Menschen, die zu Kolonialzeiten nach Uruguay verschleppt wurden, marginalisiert. Seit Mitte des 19. Jahrhunderts aber ist er auch fester Bestandteil des Karnevals. Heute ist der Candombe aus dem kulturellen Leben Uruguays nicht mehr wegzudenken. Die Comparsas sind zu wichtigen sozialen Netzwerken der Stadtviertel geworden. Andreina wohnt nur wenige Straßen entfernt. Sie wird dieses Jahr auch beim Umzug der Llamadas mit von der Partie sein, als Vedette, die wichtigste Tänzerin, die direkt vor den Trommlern tanzt. Yo soy una persona muy tímida, muy vergonzosa, y como que tenía cualidades para danzar.
pero me daba que me cuestionaba el exponerme y el no sé qué, y el ponerme los zapatos, el vestuario, la gente. Y bueno, 18 años fueron mis primeras llamadas, salí en el cuerpo de baile y fue una experiencia inolvidable, hermosa, que me fue como yendo, impulsando a lo que hoy en día es como parte de mi pasión y lo que hago en su mayor tiempo, en mi mayor tiempo es lo que hago. La mujer cuando se para en la actitud, en la postura, es como que ahí está demostrando qué tanta seguridad o fortaleza interna tiene. La mujer en el gesto que realiza está como demostrando el empoderamiento interno. Que digo, acá estoy y acá voy a estar y desde acá voy a guerrear. Y no es fácil para una mujer pararse entre tanto tambor. Y que también vos tengas ese respeto, que el otro tenga ese respeto por vos. Los seres humanos estamos concientizándonos en ese sentido, de que es un equipo y que es una forma también de todos seguir como sumando a lo que es el candombe, la cultura, y poder lograr estar más fuertes que nunca y más unidos. Manuel, der Trommelmeister, ist jetzt viel beschäftigt. Die Vorbereitungen für die Yamadas laufen auf Hochtouren. Seine Komparsa Lonjas de Querim zählt insgesamt rund 150 Mitglieder, die alle bis zum großen Umzug Kostüme und Schminke benötigen. Mehrere Freiwillige haben sich heute Zeit genommen, um Masken für die Trommler zu basteln. Die Komparsa finanziert sich hauptsächlich aus Mitgliedsbeiträgen und ist auf den Einsatz der Bewohner des Stadtviertels angewiesen. Für die Masken werden Formen aus Schaumstoff ausgeschnitten, auf Kartonschablonen geklebt und angemalt. Lo que le da la identidad cultural a este país es el candombe, que es lo que nos inculcaron también, ¿no? Sobre todo también por las poblaciones afro, ¿no? Que cada cual está como reconstruyendo su historia y buscando. Se está dando un poquito más eso hablándolo con mi viejo y él me habla siempre de las velocidades, de cuidar el toque, de lo tradicional y eso. Estuvo de acuerdo en sacar nuevamente el título para no perder el toque. Sobre todo para que la gente del barrio se sienta a gusto de que vuelva un título como el de Lonjas de Cuarén. Fueron los tambores del barrio. Les es bastante melancólico y lo llena, viste, de alegría ver nuevamente a la Lonja de Cuarén. Seine Wurzeln hat der Candombe in den afrikanischen Rhythmen und Tänzen der Menschen, die als Opfer des Sklavenhandels nach Lateinamerika verschleppt wurden und die danach ihre kulturelle Identität trotz der Verbote im Verborgenen weiterpflegten und entwickelten. Im Hauptquartier der Murga Asaltantes Compatente von Maxi Perez herrscht geschäftiges Treiben. Heute ist der große Auftritt im Teatro de Verano. Für diesen Abend haben die Sänger extra professionelle Maskenbildnerinnen engagiert. Alles muss heute perfekt aussehen. Maxi, im Hauptberuf Fernseh- und Radioproduzent, ist Vater von 4 Kindern. Auch sein jüngster Sohn und seine Frau sind heute mit dabei. Die Spannung steigt. Maxi ist nervös. Wird alles gut gehen bei dem Auftritt? Mit einem geliehenen Bus geht es zum heutigen Einsatzort. Das Warmsingen auf dem Weg gehört zu den festen Ritualen jeder Murga. Knapp 5000 Zuschauer fasst das Teatro de Verano. Für die Murgistas ist der Auftritt hier der Höhepunkt der Karnevalssaison, aber noch lange nicht das Ende. Auch nach dem Auftritt werden sie noch knapp einen Monat lang Nacht für Nacht von Bühne zu Bühne ziehen und ihre politischen Botschaften mit Humor verbreiten. Daniela legt ein letztes Mal Hand an die Kostüme. Jetzt darf kein Fehler mehr passieren. Bruno Canovio,
Álvaro de Nino. Ahí viene, mirá. Maximiliano Pérez. Sí, 4015, Donald. Und dann ist er da. Der große Moment, auf den alle hingefiebert haben. Der Auftritt jeder Murga folgt einem strikten Ablauf. Mit dem Begrüßungslied, der Entrada, einem Mittelteil und der sogenannten Retirada, einem Abschiedslied. Der nasale bis zu fünfstimmige Gesang der uruguayischen Murgas geht historisch auf den Einfluss der Zeitungsverkäufer zurück, die in den Straßen Montevideos Zeitungen und Magazine anpriesen. Sie nahmen zu Beginn des 20. Jahrhunderts an den Murgas teil und haben ihren heutigen Stil entscheidend mitgeprägt. Danach folgt der politisch-ironische Programmteil. Parlamentables, que sobreactuamos, eso es innegable. Como unos panelistas que gobiernan, como los de la tele, pero acá alguno es de izquierda. Quiero ser tu amigo, quiero ser polifán legislativo, quiero que estés muy bien representado. Quiero seguir teniendo un trabajo en el Estado. Aplausos para Heber, que hace 30 años que está acá en el Parlamento. Über eine Stunde dauert die kunterbunte Aufführung der Assaltantes. Neben aufwendigen Kostümen und bissigen, doppelbödigen Texten wird von jeder Murga erwartet, überschäumende Emotionen im Publikum zu wecken. Und dann ist es geschafft, die Despedida. Das Abschlusslied ist der krönende Höhepunkt des Auftritts. Die Assaltantes con Patente legen sich noch mal richtig ins Zeug. Das Publikum ist begeistert. So muss sie sein. Eine typische Murga-Show in Uruguay. Dann, am nächsten Tag, hat auch die Candombe-Gruppe Lonjas de Cuairim ihren großen Auftritt. Die Yamadas haben begonnen. 46 Komparsas aus Montevideo und ganz Uruguay werden im Laufe der kommenden zwei Nächte zeigen, was sie das ganze Jahr über einstudiert haben. Manuel ist früh auf den Beinen. Die Komparsa hat in den Gemeinschaftsräumen in einem Wohnblock der Nachbarschaft ihr Hauptquartier aufgeschlagen. Die Lonjas de Cuairim starten an diesem Abend als siebte Komparsa. Auch Andreina ist schon eingetroffen.
Schminke und Kostüm brauchen bei ihr als Vedette besonders lange. Ihren Ursprung haben die Yamadas, spanisch für Rufe, in spontanen Trommeltreffen, bei denen sich die Trommler verschiedener Stadtteile mit ihren Instrumenten riefen. Heute ist der zweitägige Umzug der wichtigste Moment des Jahres für alle Anhänger des Candombe. Auch die schwarze Gesichtsbemalung der weißen Teilnehmer in einer Comparsa hat eine lange Geschichte. Während der Candombe in seiner Anfangszeit von der weißen Gesellschaft abgelehnt wurde, wuchs seine Popularität ab Mitte des 19. Jahrhunderts auch unter der weißen Bevölkerung Uruguays. Um mitzumischen, bemalten sie sich mit schwarzer Farbe, die sogenannten Lubolos. Lubolos se le dice a la persona blanca pintada en negro. Por eso se dice Lubolos. Entonces, bueno, en la época también es, pasaba eso. La persona la pintaba en negro porque era blanco. Mittlerweile bemalen sich sowohl Afro-Uruguayer als auch Weiße die Gesichter. Bunt oder auch schwarz als Hintergrund für farbige Masken. Aufbruch der Comparsa. Der große Moment des Auftritts steht kurz bevor. Andreina ist noch nicht bei den anderen Mitgliedern der Comparsa dabei. Ihr diesjähriges Kostüm ist ein gut gehütetes Geheimnis, das erst beim Auftritt selbst gelüftet wird. Wird der Auftritt der Lonjas de Cuareim gelingen? Auch Manuels Vater Juan Angel ist gespannt. Ist sein Erbe bei der nächsten Generation in guten Händen? Dann marschiert die Comparsa los. Die weißen Bänder an den Waden der Trommler stehen symbolisch für die Peitschenhiebe, die die Opfer der Sklaverei erleiden mussten. Seit 2009 zählt der Candombe von Uruguay zum immateriellen Weltkulturerbe der UNESCO. Ähnlich wie der Tango in Argentinien fristete auch der Candombe lange ein Schattendasein, bis sein kultureller Wert von der Mehrheitsgesellschaft anerkannt wurde. Mittlerweile ist der Candombe Stolz einer ganzen Nation und wird mit immer größerem Aufwand in Szene gesetzt. Ist auch für Andreina der große Moment gekommen. Die Figur der Vedette wurde dem Candombe erst später hinzugefügt, ist heute aber ein zentrales Element bei den Yamadas. Vedette ist nicht nur die wichtigste Tänzerin, sondern sie hatte auch die Aufgabe, Kontakt zum Publikum aufzubauen und die Zuschauer zum Tanzen zu animieren. Für Andreina ein Heimspiel. Im Barrio Sur kennt sie beinahe jeder. Die Stimmung steigt, der Rhythmus greift nach und nach auf alle über. Das macht die Magie des Candombe aus. Kaum jemand kann noch stillstehen.
Eine Stunde dauert der Umzug der Lonjas de Cuaerim. Die Trommler bestimmen dabei das Tempo und heizen dem Publikum nach allen Regeln der Kunst mächtig ein. Dann ist es vollbracht. Andreina ist am Ziel angekommen. Der Umzug war ein voller Erfolg. Und die Anspannung entlädt sich im Freudentaumel. Der Umzug ist vorbei. Doch die Feier und der Karneval Uruguays scheinen nie zu Ende zu gehen. Noch knapp einen Monat gehen die Straßenumzüge und Bühnenauftritte weiter. Andreina, Manuel und die ganze Komparsa, sie haben alles gegeben. Murga und Candombe, sie waren und bleiben Teil einer seit Generationen etablierten Karnevalskultur in Uruguay.